Ja, hallo. Schön, dass du dich für die Zahlen interessierst. In diesem Video geht es um die Zahl 18. Ja, die Zahl 18, die ist stark gefärbt durch die 8. Das ist immer so bei einer zweistelligen oder mehrstelligen Zahl, dass eben die hintere Ziffer versucht, dominant beeinflussend auf die vordere zu wirken. Die Hauptaufgabe liegt allerdings in der vorderen Ziffer, also bei der 18 wäre das die 1 und die hintere Ziffer, also die 8, zeigt eben das Wie an. Und alle Zahlen zwischen 10 und 19, ja, dort geht es sehr stark um die Persönlichkeitsentfaltung und Entwicklung, weil ja, das ist eben mit der 1 besonders wichtig. Aber um das wieder mal ins Gedächtnis zu rufen, grundsätzlich kannst du mit jeder Zahl alles tun, alles machen, alles bewegen, alles fördern. Ja, aber es geht darum, mit welcher Zahlenkraft ist eben eine bestimmte Sache oder mehrere bestimmte Sachen besonders wichtig anzugehen. Und so gesehen gibt es eben kaum eine wichtigere Zahl als die 1, wenn es darum geht, individuelles, persönliches, eigenes zu fördern. Also mit der 1 geht es immer darum, dass du eine persönliche, eigene Note reinbringen kannst und eben Interesse hast, deine eigenen Wünsche, Sehnsüchte, Ziele, Vorhaben zu verwirklichen. Ja, es ist sogar so, wenn du viele Einer im Geburtsdatum hast, je besser du eben für dich selbst schaust, eben deine Bedürfnisse weiterbringst, das tun kannst, was dir wirklich selbststimmig passend ist, desto besser kannst du dann auch für andere da sein. Ja? Achtung, also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich sehe das immer wieder bei Menschen, die eben am 1., 11., 21., 31. geboren sind. Aber auch wenn du sonst eben die 18 hast, es ist zwar jetzt durch die 8 ja, ein bisschen verdeckt. Ich sage nicht, dass die 8 und die 1 nicht, wie soll ich sagen, kein gutes Verhältnis miteinander haben. Es ist nicht mal so, ja, störend, wenn man das überhaupt sagen kann, dass die 1 und die 8 zusammen. Nur ist eben die 1 typisch männlich und die 8 ist typisch weiblich. Also die 1 ist eine der männlichsten Zahlen überhaupt und die 8 sicher eine der weiblichsten Zahlen überhaupt. Und darum kann das eben so ein bisschen untergehen bei eben mehr als zum Beispiel bei einer 17 oder 13 oder 15 oder 11. Kann das eben ein bisschen untergehen, also dieses individuelle, persönliche, da, was eben da wirklich zu fördern ist, weil die 8, die fährt natürlich schon stark. Es ist aber auch in Ordnung, wenn ich jetzt vorher gesagt habe, ja, eben die Hinterziffer hier, jetzt eben die 8, zeigt das Wie auf, dann ist es schon in Ordnung, wenn du zwar eine, ja, wenn du eine selbstsichere, authentische Persönlichkeit darstellst, eben mit der 1, also da genug Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und so weiter hast, aber immer eben mit der 8 zusammen, also dass du eine, ja, eine Art sanfte, angenehme, wohlwollende Persönlichkeit bist. Also dieses angenehme, sanfte, fürsorgliche, soziale, weibliche, empfängliche, das ist da dann mit der 18. Oder? Und das darfst du dann eben als Persönlichkeit reinbringen. Oder verstehst du zum Beispiel den Unterschied zwischen der 17, wo man schon forscher oder direkter oder dominanter oder klarer oder dieses Autoritätsführungsprinzip schon im Vordergrund auch leben kann, wegen der 7 auch. 7 und 1 sind ja beides sehr einflussreiche Komponenten. Aber bei der 18 geht es wirklich darum, mit der 8 da die 1 zu interpretieren. Das bedeutet eben, ja, auch das Miteinander, das Gesellige,
Freude miteinander haben, Spaß miteinander haben, Genuss miteinander haben. Also das ist ja wirklich auch so. Also wenn du kennst es sicher gut, weil das ist mit der 18 relativ einfach zu tätigen. Also du darfst mit der 18 eine genussfreudige Persönlichkeit darstellen, die eben ja die das Schöne genießen kann, die eben auch mal die Ruhe findet oder gerne die Ruhe hat und auch mal schön bequem und auch schön, einfach sein. Also mit der 18 geht es einfach auch um das Sein, dass du als Persönlichkeit also nicht bloß arbeitest, sondern auch Freude hast, einfach ja, herumzusitzen und auch mal zu faulenzen und eben zu genießen. Also die 8, die hat sehr stark mit einem Lebensstil zu tun, also Lebensstil, wo man sich schön einrichtet, angenehm wohnt und auch Freizeit hat und in der Freizeit auch Spaß, Vergnügen, Genuss erlebt. Darum, und das ist sicher eine Sache, die in Frage kommen kann für dich vielleicht auch, weil die 18 so stark Achter gefärbt ist, sind natürlich immer Tätigkeiten auch interessant, ja, wo man mit anderen Menschen zusammen ist, wo man Spaß, wo man Freude zusammen hat, wo der Genuss eine große Rolle spielt. Und wo ist das? Zum Beispiel im Gastgewerbe, im Service, das sind alles Dinge, die passen würde. Gut, es passt auch so gesehen der Verkauf, wenn du Lust dazu hast, es passen irgendwelche Wellnessbereiche, Vergnügungs-, also die ganze Vergnügungs- und Genussindustrie und Freizeit und alles drum und dran, das passt alles dazu. Natürlich ist die 8 auch mehr. Die 8 ist, wie schon die 5, die 6 und die 7, hat sehr viel Bedeutung für das Praktische, für das Handwerkliche, also das kannst du immer reinbringen, solltest du, wenn du eine 8 im Geburtsdatum hast oder eben einen 8. oder 18. oder 28. geboren bist, also dann kann ich dir das empfehlen, wirklich auch die Hände einzusetzen, mit den Händen dies und jenes zu tun, zu gestalten auch. Also die 8 ist auch ein stark musischer, kreativer, künstlerischer Punkt. Also das ist immer sehr, sehr wichtig, also für Künstler, für Künstlerinnen. So, ob das jetzt Musik ist oder sonst etwas, oder für das Kreative oder Dekorative, schöne Garteneinrichtung, Hauseinrichtung. Eine typische Zahl sicher auch des Feng Shuis, ist sowieso immer die 8 wichtig, also eben sich möglichst angenehm einzurichten. Ja, und eben alles, was mit Fürsorge, mit Sozialem zu tun hat, mit typisch Weiblichem zu tun hat, ist die 8 bzw. die 18 gut. Mit der 18, also ich sehe immer wieder Leute, die haben ein sehr gutes Handling zu Mitmenschen, also natürlich alles, was mit Kontakten zu tun hat, ich habe es ja bereits gesagt, eben mit anderen zusammen zu sein. Das sind natürlich alles Tätigkeiten, die passen mit der 18, weil es da so stark um das Gemeinschaftliche, um das Miteinander geht. Es ist sicher eine der Tageszahlen, die am besten dieses Handling, also mit den Menschen, mit Menschen beherrscht. Natürlich auch dann die 28, ein großes Stück, und natürlich auch die 8, so, und die 8, das ist ein sehr, sehr angenehmer Faktor. Es ist natürlich auch wichtig, mit der 18, also falls du damit zu tun hast, im Leben möglichst das Friedliche, das Harmonische in dem Sinne zu fördern. Du kannst so, wieso auch nicht, zum Beispiel als Friedensstifterin oder Friedensstifter unterwegs sein oder schauen. Natürlich für dich selbst auch wichtig, dass du für dich selbst Frieden findest, Harmonie hast, findest, weil das Gegenteil von Frieden ist der Unfrieden oder das Gegenteil von Harmonie ist Disharmonie. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, eben auch mit der 18 da, schöne, friedliche, harmonische Verhältnisse zu pflegen.
kann auch sein, dass du, falls du mit der 18 zu tun hast, eben nicht die 1 zu stark zu vernachlässigen, kann passieren, so dass halt manchmal Menschen mit der 18 nicht so viel Selbstvertrauen oder nicht so viel Sicherheit haben oder eine Zeit lang musst du halt checken, wie stark da die 1 sich da hinter der 1 versteckt oder braucht ein bisschen mehr die 1 zu trainieren, als wenn man da jetzt mit der 13 zum Beispiel unterwegs ist, wo wirklich beide Zahlen in eine Richtung zahlen. In eine Richtung ziehen, genau. Ja, als die 18 natürlich eben, wie habe ich glaube jetzt gesagt gerade, also wie alle anderen Zahlen zwischen 10 und 19 wichtige Persönlichkeitsentwicklungszahlen, genau. Und für was ist die Zahl 18 auch noch gut? Ja, also ist da kannst du jetzt, also im Gegensatz zum Beispiel zur 17, mit der 18 ist es möglich, sich anzupassen, sich einzuordnen, unterzuordnen. Das ist durchaus möglich. Ja. Mit der 18 ist Teamarbeit gut, ist eben das Miteinander gut, muss man nicht da ein Einzelkämpfer spielen. Natürlich schon auch wegen der 1, auch eben die 1 berücksichtigen, eben auch doch auch so ein bisschen für eigene, soll ich sagen, genug Platz und Raum für Denken, Handeln, schon auch das zu berücksichtigen, aber halt weniger stark als bei anderen Persönlichkeitszahlen, die zum Beispiel mehr männlicher Natur sind oder zumindest weniger weiblicher Natur, wie jetzt eben zum Beispiel die 18. Ja, gut, das wär's schon wieder mit der 18. Falls hier etwas in den Kopf kommt zur 18, falls du etwas schreiben möchtest, deine Erfahrungen mit der 18, die du gemacht hast in deinem Leben, das, was ich jetzt gerade auch so gesagt habe. Also es hat genug Platz, dich da einzutragen, zu schreiben, darfst du sehr gerne. Oder wenn du eine Frage dazu hast, melde dich einfach. Ich wünsche dir ein möglichst harmonisches Umgehen mit der sanften weiblichen Tageszahl oder einfach Zahl 18, weil sie ist ja nicht für jeden die Tageszahl, genau, also die 18, genau, und immer schön daran denken, du kannst die 18 auch visualisieren, du kannst dich auch mit der 18 abgeben, ohne dass du sie im Datum hast, also selbstverständlich geht das auch. Oder vielleicht ist ja auch eine Hausnummer oder sonst irgendwie eine Zahl, die dir immer wieder begegnet. Ja, vielleicht auch Glückszahl oder Lieblingszahl oder sonst etwas. Ja, auf alle Fälle viel Glück damit.